Der erste Beitrag des Novemberhefts unseres DLR-Magazins trägt den Titel Skyfall. Zugegeben, ganz so rasant wie bei James Bond geht's Bonds nicht zu, abenteuerlich aber allemal. Wir waren bei Studentenexperimenten mit Forschungsballonen dabei. Was unsere Autorin in Nordschweden miterlebte, war ziemlich spannend. Eine Panne, Ratlosigkeit, angespanntes Tüfteln und schließlich erlösende Freude. Die von unserer Autorin begleiteten Studenten erlebten jähe Wendungen der Gefühle. Wie Detektive versuchten sie, Aerosolspuren in der Stratosphäre zu verfolgen. Dazu fingen sie mit ihrem selbstgebauten Messgerät Partikel in 28.000 Meter Höhe ein. Was den Ermittlern allerdings genau ins Netz ging, wird sich erst bei den Analysen im heimischen Labor zeigen. Die Erdbeobachtung mit den Augen von Satelliten hat Hochkonjunktur. Globale Informationen zur Atmosphäre und Klima sind immer mehr gefragt. Was die himmlischen Wächter leisten, erzählt ein Artikel über das europäische Copernicus-Programm mit seinen Sentinel-Satelliten. Er gibt Ausblick auf die Anwendung der Daten, beispielsweise für das Katastrophen- und Krisenmanagement. Dass diese Seiten toll illustriert sind, versteht sich beim Thema Erdbeobachtung mit Satelliten von selbst. Fliegen am Rande des Möglichen, der extreme Langsamflug geht nur in der Forschung. Windkanalversuche, mathematische Modellierungen und Flugexperimente gehen dabei Hand in Hand. So wird ermittelt, wie man zukünftig sparsamer und lärmärmer fliegen kann. Dabei kommt es nicht nur auf die Kunst des Fliegens an, sondern auch auf kunstvolles Zusammenfügen unterschiedlicher Bereiche der Luftfahrtforschung. Wie das geschieht, zeigt unser Beitrag dreigleisig zu mehr Effizienz in der Luft. Das DLR-Magazin erhalten Sie wie immer bequem und kostenfrei nach Hause geliefert oder Sie schauen einfach online rein.